sehr verehrte Besucherinnen und Besucher von der Morgenstunde, herzlich willkommen zu der dritten Morgenstunde vom Jahr 2019. Unser heutiger Gast ist Ueli Hess. Er ist wohl allen von Ihnen bestens bekannt als ehemaliger Leiter des Pastoralraum Braungarten-Rüstal und somit auch sehr vertraut. Ueli Hess lebt seit knapp einem halben Jahr in Tessin, in Biodina, in Frisago und geniesst dort den offenen Ruhestand. Für den Fall, dass er extra rum wegen dem Auftritt in Morgenstunde hergereist wäre, kann das jetzt noch gar nicht fragen, würde wohl als Referent mit dem längsten Anreiseweg in Geschichte der Morgenstunde. Ein Leben im Dienst der Menschen. Nach der Ausbildung am Katechetischen Institut Luzern und am Institut für angewandte Psychologie in Zürich hat Ueli Hess einige Jahre als Religionslehrer und Jugendseelsorger in Riechen gewirkt. Bereits mit 27 Jahren hat sie ihn aber wieder in Aargau gezogen. Er hat nämlich bis 1978 während 3 Jahre als Heimleiter im St. Johann in Klinau gearbeitet. Später hat er die sozialpädagogische Gemeinschaft Braungarten und Umgebung geleitet und hat dann in Folge 1988 sein Studium in Chur und Luzern fortgesetzt. Im Sommer 1991 ist Ueli Hess in Ebiken zum Diakon gewählt worden. Ab 1993 ist er als Pfarreileiter tätig gewesen, zuerst in Fischbach-Wüsliken und dann im Jahr 2000 in Lenzburg. Ende November 2010 ist er zum Leiter der Pfarreien St. Nikolaus im Bremgarten und Bruder Klaus im Hermenschwein berufen worden. Nur wenige Monate später ist er beauftragt worden, das Projekt von der Schaffung von einem Pastoralraum Braungarten-Rüstal zu leiten. Und nach den positiven Beschlüssen in der jeweiligen Kirchengemeinde hat der Bischof Felix Gmür den Pastoralraum am 1. Juni 2013 offiziell errichtet. Ueli Hess hat Missio Canonica erhalten zur Leitung des Pastoralraums. Nochmal einen kurzen Blick zurück. Seit 1993 bis 2011, also während 18 Jahren, hat Ueli Hess als Armeeseelsorger Militärdienst geleistet und dabei über 1400 Dienststellen absolviert. Man kann das schnell so überschlagsmässig ausrechnen, aber man kann also sagen, er war eigentlich jeden 5 Tage im Militär gewesen. Und das in einem Alter, wo andere normal Dienstpflichtige bereits schon die Uniform abgegeben haben. Liebe Ueli, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist und sind gespannt auf deine Ausführungen. Schätzt das Publikum, bitte begrüßen Sie mir ganz herzlich den Ueli Hess. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für die herzlichen Willkommen-Worte. Ja, bei vielen Aufgaben und Herausforderungen in meinem Leben ist Musik und Singen immer eine Begleitung von meinem Wirken gewesen. Sei es im Gottesdienst und Glaubensfeiern, bei Taufen, Hochzeiten, auch bei Begräbnisfeiern, auch im Arbeiten mit Kind und Jugendlichen als Religionslehrer und Jugendseelsorger, auch als Leiter vom Kinderheim, ja sogar, das wissen natürlich Einzelne auch von euch, im Militär singt man manchmal auch. Und in den 10 Jahren, als ich in Lenzburg war, habe ich sogar amigs Gefangene animiert zum Singen. Und vor selbst wenn wir mit der damaligen Schwesterin Iga Affendranger Glaubensfeiern im Gefängnis gehen, mit den verschiedenen Multikulti-Menschen, die dort wohnen und leben, haben wir dann amigs sogar noch gesungen. Und immer habe ich erlebt, die Lebenswahrheit im Sinn von der Lebensweisheit, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder. Also grüezi, grüß Gott miteinander. Willkommen zu der Morgenstunde hier im Jojo. Sie kennen ja alle das Sprichwort, Morgenstund hat Gold im Mund. Ich habe aber auch schon gehört, Morgenstund hat Gold im Mund, wer länger schläft, bleibt auch gesund. Beide Lebenserfahrungen haben recht.
Und mich hat unser Bischof Felix am 1. Dezember vom letzten Jahr in meinem 70. Lebensjahr aus dem Dienst in Ruhestand entlassen hat, habe ich erfüllt mit viel Glück und grosser Dankbarkeit dürfen zurückschauen auf mein vielseitiges Arbeiten. In der Einladung zum heutigen Morgenstund heisst es ja, Uli Hess berichtet aus seinem Leben als Seelsorger, Kirchenmanager, Heimleiter für milieugeschädigte Kinder und Jugendliche nach dem Erfolgsmotto: Wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf. Ich habe es ja bereits verraten, dass viele Aufgaben und Herausforderungen in meinem Leben Singen immer eine grosse, wichtige Begleitung und auch Funktion hatte. Im reformierten Kirchengesangsbuch, leider nicht im katholischen, gibt es so ein ganz schönes Lied, ein wunderbares Lied, das in den evangelischen Gemeinschaften oft zu Beginn von einem Gottesdienst gesungen wird. Und das heisst, all Morgen ist ganz frisch und neu. So lade ich jetzt euch ein, dass wir gerade miteinander das Lied singen. All Morgen ist ganz zur Morgenstunde kommen, weil sie mich kennen, meine Art, meine gute Art, vielleicht auch meine weniger gute Art, weil sie mich irgendwann und irgendwie und irgendwo auch erfahren haben. Zurückschauen dürfen auf ein wirkungsreiches Leben, das hat so seine Tücken. Es könnte nämlich den Eindruck erwecken, dass man blöffen und der Redner sich zu fest will in den Vordergrund stellen oder gar will beweihräuchern lassen. Und der Leiter der Gastronomie der St. Josef Stiftung, der Markus Detter, mich für den Morgen angefragt hat, habe ich insofern gern zugesagt, wenn ich nach meinem Motto die Morgenstunde darf gestalten, die für mich immer maßgebend war. Wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf. Haben Sie gesehen, auf einem Tisch liegen derige Blümchen? Ich könnte es, wenn ihr wollt, wie ich mache, hier das Papier abziehen und euer Kleid hängen. Sie können es aber auch noch witziger machen. Sie nehmen etwa eins, zwei von diesen Blümchen ein und dann jemanden überraschen, wenn sie an den Türen der Leute oder an den Haustüren das einfach herhängen. Und dann werden sie schmunzeln, wenn die Person sagt, wer hat das gemacht? Wer anderen eine Blume sieht, blüht selber auf. Nehmen Sie am Schluss die Blümchen, die hier oben liegen, mit und sind Sie kreativ, wenn Sie Freude wollen machen an sich selber oder jemand anderen. Jetzt ein bisschen Rückblick auf mein Leben. Geboren bin ich am 21. September 1948 von Unterreger in Zug. Ich bin der fünfte und jüngste Sohn von Josef und der Iride Hess, geborene Petralli. Sie merken vielleicht, warum ich auch wieder in den Sinn zurück bin. In einem Häuschen, wo selbst mal meine Mutter drin war. Am 29. Juni 1974 habe ich Martina Münzel geheiratet in Riechen. Und am 17. Juni 1975 ist unser Sohn Benedikt auf die Welt gekommen. Ausbildung möchte ich in vier Punkten nochmal erwähnen. Das Diplom als Religionspädagoge in Luzern,
Sprachaufenthalt in Cambridge und in Perugia, Heimleiterausbildung am Institut für Angewandte Psychologie und Theologiestudium in Chur, Luzern und Rom. Vier Lebensdaten prägen mein Leben und meine beruflichen Stationen. Und für mich ist das gerade ein bisschen symbolisch. Sie gehen nämlich nach Osten, Westen, Süden, Norden. Die Offenheit in die Welt, in der wir dürfen sein. Die vier Stationen meiner Geburt. Die Heirat mit der Martina. Die Geburt mit unserem Sohn Benedikt. Inzwischen bin ich glücklicher Trostvater von einer 14-jährigen Enkelin Aleida und einem 3-jährigen Bübli, der Alexander. Und die Weihe zum Diakon. Was habe ich in diesen vier Himmelsrichtungen so denn alles gemacht? Ja, ich war 3 Jahre Religionslehrer und Jugendarbeiter in der Pfarrei St. Franziskus Rien, wo ich dort Pfarreiratssekretärin Martina Münzel kennengelernt habe und dann halt auch kennen und lieben gelernt habe. Dann bin ich zusammen mit der Martina 3 Jahre Heimleiter im Kinderheim St. Johann in Klingnau gewesen. Die erste Heimleitung, die nicht mehr von Ordensschwestern geführt war, so quasi wie da, sind auch Ingeborenschwestern, wie überall die Sozialwerke ja von vielen Ordensfrauen geführt worden sind. Wir sind die ersten, wie man damals gesagt hat, Laien, die das machen. Dann nachher per 1. August 1978 haben wir ein neues Art Kinderheim gegründet, die heisst Sozialpädagogische Gemeinschaften Bremgarten und Umgebung. Das ist eine neue Lebensform für Kinder und Jugendliche, die durch Sozialämter fremd platziert werden müssen, also in eine fachlich qualifizierte Institution mit staatlicher Anerkennung, hat ja die Institution müssen. Mit Stationen damals in Eggewil, Wohlen, Sulz und einer Lehrlingsgruppe im Bremgarten. Martina hat dort den Stützunterricht, den Förderunterricht für die Kinder und Jugendlichen geführt. Und ich war der Gesamtleiter von der sozialpädagogischen Gemeinschaft der Bremgarten und Umgebung. Und Verwaltung oder Zentrale für Mitarbeitersitzungen, Verwaltung, Elterngespräche und so fort ist heute immer noch im Sonnenmärz. Das gibt es also immer noch hier im Bremgarten. Und Trägerin von dieser Institution ist Stiftung für verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche mit Sitz in Baden. Und wir haben das Sozialwerk auf den Tag genau 10 Jahre geleitet. Motivation für das Schaffen von der Martina und von mir war Sprichwort gewesen: Die Vergangenheit will nicht enden und die Zukunft hat schon begonnen. Deshalb haben wir gegenwärtig viel zu tun. Das ist ja immer Rückblick, Vorausblick, aber in der Gegenwart leben. Das Zitat ist eigentlich unbekannt. Aber vom Albert Einstein kennen wir Folgendes: Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Also, viele von uns haben schon einen neuen Begriff kennengelernt, Vorsorgeplanung, dass es dann auch mal im Alter richtig rauskommt, wie man es will haben, Zukunft ein bisschen versuchen zu erkennen und eine gute Planung zu machen. Wie Einstein das gesagt hat, mehr als Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, weil ich will in der einmal leben. Nach meiner Heimleitertätigkeit von 13 Jahren bin ich dann 3 Jahre Präfekt im Internat und Gymnasium und Religionslehrer im St. Clemens in Ebiken und dann 7 Jahre Gesamtleiter vom Seelsorgeverband Niederwil-Nesselbach-Fischbach-Gösligen. In diesen Jahren habe ich auch mit dem jüngst verstorbenen Mitbruder Marius Meier zusammengearbeitet. Dann bin ich vom Bischof Kurt in die Diaspora-Pfarrei der Kirchengemeinde Lenzburg mit insgesamt 20 politischen Gemeinden, die eine Kirchengemeinde bilden. Das war ein riesiger Laden natürlich, berufen worden und habe auch dort wieder auf den Tag genau 10 Jahre gewirkt.
Und per 1. November 2010 bin ich als Leiter von der Pfarrei St. Niklaus Bremgart und Bruder Klaus Helmetschwil und Projektleiter zur Schaffung von Pastoral und Bremgarten-Rüstal berufen worden. Und nach gut 2,5 Jahren Kirchenmanagement, der Titel war schon in der Einleitung, mit den Kirchengemeinden Jone, Lunkhofen, Zuffiken, Helmetschwil und Bremgarten und bester Zusammenarbeit mit den Angestellten der 5 Kirchengemeinden und mit den Kirchenpflegern und denen von der Bistumsleitung beauftragten Seelsorgenden in diesen 5 Pfarreien, ist dann der Pastoralraum am 1. Juni 2013 vom Diözesanbischof Felix Gmür errichtet worden und in der Kirche ich zum ersten Pastoralraumleiter berufen worden. Nach 8 Dienstjahren, also als Seelsorger in der Umgebung Bremgarten, bin ich per 1. Dezember 2018, weil dann fährt bei uns das Kirchenjahr an, beginnt ein neues Jahr, darum 1. Dezember 2018, in meinem 70. Lebensjahr in Pension gegangen. Ich erinnere mich gerne zurück auf die sagensreichen und auch nebenberufliche Einsätze und Erfahrungen. Ihr habt es vom Stiftungsleiter schon gehört, wie lange ich im Militär war. Das ist natürlich fast ein bisschen auffällig, ob ich da fast ein spezielles Hobby gehegt habe. Aber es hat mich eben sehr interessiert als ein Mensch, der Interesse an Menschen hat, im Militär mit Leuten zu tun haben, noch recht jung sind und sehr oft noch in Opposition zu vielen Systemen und oft schon damals auch mit den Kindern gerade am Hut haben. Dort habe ich auch wieder mit Singen ganz viele Lockerungsübungen gemacht und Erfahrungen. Ich bin 5 Jahre Präsident von der regionalen Jugendseelsorge Mutschelle. Die habe ich damals auch gegründet. Der erste Jugendseelsorger ist, viele kennen den vielleicht, der Peter Hans-Peter Schmidt war im Mutschellergebiet oben. 8 Jahre bin ich Vorstandsmitglied, das gibt es vermutlich nicht mehr, Verein Schweizerisches Heimwesen. Das war so eine Dachorganisation von allen Heim. Ich war da 8 Jahre im Vorstand. 8 Jahre bin ich Präsident von der Horesa, gibt es auch schon nicht mehr. Das hat nämlich geheißen Schweizerische Hotel- und Restaurantseelsorge. Da bin ich eigentlich ein bisschen der Chef der Beizenseelsorge in der ganzen Schweiz mit unseren 4 Landessprachen. Es war sehr spannend, die Tagungen jeweils im Bahnhofbuffet in Zürich. 5 Jahre bin ich Kommandant der aufgestellten Feuerwehr von Egibil und 22 Jahre Mitglied des erweiterten Vorstands im Kinderheim St. Benedikt Helmetschwil, davon auch 7 Jahre lang der Religionslehrer in dem Schulinternat. 10 Jahre Präsident von der Curiensis, das ist eine Studentenverbindung von der Theologischen Fakultät von Chur. 6 Jahre Mitglied von der Sozialkommission von der Stadt Bremgarten und 7 Jahre Mitglied vom Hilfsverein von der Stiftung St. Josef in Bremgarten. Und eben eine ganz beachtliche Anzahl Dienst, militärische Dienst auch im Ausland. Darum gibt es eigentlich so viele Tage noch. Ich war im Auftrag von unserer Armee 4 Wochen in Wien und 2 Wochen in Lechfeld, im deutschen Gebiet, im ehemaligen Konzentrationsbunker. Das hat mich schon noch ein bisschen betroffen, wo man gesagt hat, in diesen Mauern sind auch viele Tote, die man einfach hineingerührt hat und so. Und 2 Wochen, das war dann eine militärische Enttäuschung, in Kreta. Ich habe gedacht, das sei ein krönender Abschluss in Kreta auf der Insel. Da war es in einem Bunker, in diesen Felsen, wo man immer mit Helm rumlaufen und Schusswesten und so. Aber es hat viele Erfahrungen, hat das gegeben. Ja, und jetzt haben wir Folgendes. Es gibt im Militär, ist es immer lustig, wenn man sagt, kommt, wir singen eins, dann macht das zuerst den blöden Latsch. Und wenn man dann sagt, ah, dann macht es doch jetzt noch, dann haben wir
hat es manchmal ganz lässig gehört. Es gibt so ein Lied, das sehr symbolisch erinnert, halt auch wie die Nacht ist ohne Ende und so fort. Wir singen das jetzt miteinander a cappella. So also, wie es eben in der Militär auch oft ist, oder auf einem Marsch hat man es vielleicht mal gesungen. Oder ich hatte sehr oft auch viele Theorien gehabt mit der Unteroffizierschule, Offizierschule, habe meistens auch mit einem Lied angefangen. Und schon habe ich das Gefühl gehabt, das ist noch ein Lesen, Feldprediger. Und aus dem heraus hat es ja so viele Kontakte wie ins zivile Leben gegeben. Ich habe nie nachgezählt, wie viele ehemalige Soldaten ich später mal getraut habe. Aber die sind dann meistens und haben gesagt, das ist mein Feldprediger, das ist ein Aufgestellter. Und so haben sie dann auch als Hochzeit wieder als Aufgestellter erleben. Zum Happy End. Im Tessin redet man ja nicht unsere Sprache von hier. Und darum sage ich euch, was ich auch gerne sage. Io vivo in una zona meravigliosa. Das heisst, ich lebe in einem Gebiet, das wunderschön ist. In einer subtropischen Vegetation im Locarnese-Gebiet. Und ich gehöre zur Pfarreigemeinschaft Peter und Paul von der Gemeinde Brissago. Und darum wollen wir doch jetzt noch zum Schlusspunkt das Tessiner Lied singen. Di Cino e Vino. Ihr kennt das sicher auch. Das Sonnenland Di Cino, das weint so schön auf Vino. Ja, da kann ich nur noch sagen Halleluja, viel Freude und Glück und Segen wünschen wir doch uns allen und machen einen guten Streich mit dem Blümchen, nehmen sie mit, wo die rumliegen, so ganz unter einem schönen Motto, wer anderen eine Blume sieht, blüht sie dann auf. Jetzt wäre noch Gelegenheit für Fragen zu stellen. Ich würde gerne gerade mit dem Mikrofon jeweils zu Ihnen gehen, damit die Frage alle verstehen würden, die dann gestellt wird. Ja, Oli, du hast jetzt einfach erzählt, was du alles gemacht hast. Aber mich, und ich denke vielleicht auch die, die da sind, würde vor allem interessieren, welche von diesen Tätigkeiten hat dich nachhaltig geprägt und hast du vor allem können leben und deine Fähigkeiten können auslegen. Ja, da stellt natürlich jemand eine Frage, die eine grosse Ahnung hat von allem. Ich war gestern an einer Tagung von Theologen, jeglicher Weihegrades und so fort, oder? Und dort habe ich gesagt, ich bin 13 Jahre lang wirklich Diakon gewesen. Und als ich dann aufgrund von der Weihe zum Diakon in kirchlichen Dienst gekommen bin, habe ich das nicht mehr so erlebt. Das Diakon, das Dienen heisst ja das, oder? Das Dienen dürfen. Diesen Kindern, die ja, wie in der Charakterbeschreibung gehört haben, immer das Opfer gewesen sind zwischen Täter, oder? Da habe ich so viel wirklich gut erfahren. Und eben auch mit der Freude. Wenn man Freude verloren hat im Leben, dann ist fast alles verloren gegangen. Oder? Und dann, wenn du so Kinder, Jugendliche, hast können die Freude vermitteln und 13 Jahre lang dürfen das machen, das ist für mich eigentlich immer der Diakon gewesen, vom Amtes wegen, von der Berufung her. Und das andere ist halt eine andere Funktion. Das haben natürlich viele, wenn sie in einer Funktion in die Hierarchie rufen, wo man muss leiten, Verantwortung haben, ist es auch ein Dienen. Aber auf die Frage, die Arbeit dürfen haben, die Aufgabe haben, mit den Kindern und Jugendlichen, und das sind ja natürlich, ich habe es nie gezählt, das sind vielleicht 700, 800 wo man in diesen Jahren, vor 30 Jahren erlebt hat. Mit sehr viel Freude, aber auch immer wieder sehr, sehr traurigen Sachen. Das hat mich schon sehr geprägt und glücklich gemacht. Aber schliessen natürlich alles andere nicht aus, oder? In der
Der kirchliche Dienst ist so vielfältig, oder? Man ist auch als Pastoralraumleiter, mein Nachfolger ist auch schon da. Man ist nicht nur immer an der Spitze tätig. Man hat die Marionettenfigur in der Hand. Im Gegenteil, man ist auch Diener von den Mitarbeitenden. Und wir sind, glaube ich, so wie es auch immer sehr glücklich, wenn wir den Menschen ganz nah auf Augenhöhe begegnen dürfen. In Freude und Leid. Ja. Ich möchte gerne wissen, was du jetzt machst in deiner Pension in Tessin. Das, was du schon gemacht hast, das kennen wir jetzt, oder? Aber deine Zukunft und in Tessin. Ja, Tino, du hast mich ja noch gar nicht im Nostrano gesehen. Und dann, wo es aufs Lauf kam, habe ich gedacht, was machst denn du da? Und dann hat er gesagt, das Gleiche du. Und das heisst halt jetzt, dürfen offen sein für anders, wo man sich früher vielleicht manchmal so nicht so geleistet hat. Zeit haben für sich, auch stille Zeit haben, in der Stille spüren, was alles noch in mir ist und möglich ist. Das ist nicht mehr auf Aktivität ausgerichtet. Muss es ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr sein, wenn man im 70. Lebensjahr in Ruhestand darf gehen. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt zu denen gehören, die immer von Unruhe standen oder der sogenannte pensionierte Gruß, ich habe keine Zeit. Das möchte ich eigentlich nicht beüben bei mir. Sondern ich will gleich noch offen sein für Sachen, die sich ergeben. Ich freue mich natürlich immer wieder durch die Beziehungstätigkeit in meiner Vergangenheit. Gibt es immer wieder auch Gegenwärtiges. Ich hatte letzten Samstag ein goldiges Hochzeit in der Kirche St. Peter und Paul in Brisago. Ein Arzt, der ist Dr. Papa, und mit seiner Frau Elisabeth. Und der ist vor 50 Jahren sind die zum Pfarrer und haben gesagt, wir wollen das Sakrament von der Trauung. Dazu brauchen wir keine Messe. Messe ist auch ein Sakrament, Eucharistie. Aber wir wollen jetzt einfach die Liebe als Sakrament. Und dann hat der Pfarrer gesagt, ja, wenn ihr das wollt, Leute gucken nicht. Und sie haben tatsächlich hinten gucken gelüht. Und das haben sie mir erzählt. Und darum haben sie dann zum 50. goldigen Ehejubiläum kräftig gelüht. Santissimi Paolo Pedro. Ja, das sind so schöne Momente, wo man auch wieder selber viel bekommt. Weitere Fragen? Mich würde wundern, bist du eigentlich zweisprachig aufgewachsen? Also redest du wirklich gut Italienisch wie Deutsch? Also wirklich halbpatzig. Weil meine Mutter ist ja Tessinerin und ich hatte den Mut gehabt, abzugehen aus dem Gebiet, weil ihr Vater ist in Tesserete Municipio war und der Onkel Pfarrer. Und so sind die wirklich in so ein System hineingewachsen, die Familie Petralli. Und die haben eigentlich den Convento dei Cappuccini in Pigoria gar nicht so gern gehabt. Wir haben immer müssen den Kapuziner Hühner raufbringen und Eier und so. Und sie selber haben es nicht mehr können geniessen. Sie hat viel ein bisschen geschumpft über die. Und mein Vater hat ja etwas Spezielles. Wir haben alle ganz germanische Namen. Der Jüngste ist ja der Ulrich. Dann gibt es den Wilhelm, dann gibt es den Josef, dann gibt es den Rudolf, oder? Und nur das Mädchen heisst Yolanda. Oder? Und er war ein kleiner komischer Deutschschweizer, er hat meiner Mutter verboten, Italienisch zu reden. Oder? Wir haben daheim im Ägeritäli nicht können Italienisch reden richtig, weil obwohl sie im Dorf gewusst haben, dass sie seine Mutter die haben das nicht unterscheiden zwischen Italienerin und Tessinerin. Sie haben einfach gesagt, das ist ein Cink. Und wir haben auch Cink nachgerufen. Als Bub, glücklicherweise, als ich in die Pfadi bin und habe einen Pfadi-Namen wählen, hat meine Mutter eine hohe Pädagogik ausgewiesen. Wenn man mir nämlich Cink gesagt hat, bin ich verrückt worden, Kopf runtergehauen und bin in den Bauch hineingesprungen. Oder deren, wenn sie müssen sein. Und dann hat sie mir gesagt, nimm doch den Namen Bolle, weil der eigentliche Fluchwort ist Cinca Bolle, oder? Nimm den Vati-Namen Bolle, und da spinnt sie, also dass ich nur so einen Namen nehme. Aber sie hat gesagt, das ist gut, und das ist dann auch gut. Da bin ich nicht mehr verrückt worden, wenn ich Cinca Bolle sage. Aber ich habe sie italienisch nachgeholt. Ich möchte in diesem Fall gerne jetzt auch ansetzen zum Dank
lieber Uli Hess, dass du da gewesen bist, dass du uns hast teilen hast, deinem Leben auch und jetzt auch noch am Schluss so ein bisschen Ausblick, was du jetzt so machst. Das war sehr, sehr spannend, deine Ohren können zu lauschen. Wir danken dir ganz herzlich, dass du da gewesen bist und wünschen dir weiterhin viel, viel sonnige Stunden im Tessin, schöne Begegnungen. Und du hast ja auch zum Ausdruck gebracht, dass du dann und wann auch wieder kirchlich tätig bist oder so, je nachdem. Und das haben wir schon angenommen. Aber gleichwohl wünschen wir dir auch einen schönen Ruhestand, den du auch kannst geniessen kannst. Und dann wieder plötzlich so fest drin bist, dass du mir denkst, was mache ich eigentlich da? In dem Sinn, herzlichen Dank und ich würde dir gerne jetzt noch etwas Christ überreichen. Merci. Es ist noch lustig, als ich hierher kam, habe ich gedacht, ich gehe und lebe nachher noch zwei, dreijährige Taschen posten. Ich habe die nämlich sehr gerne. Eine ist meine Badetasche. Und so bin ich eigentlich auch im Tessin, im Brisago Botschafter von Josef Brenngarten. Ja, danke. Wunderbar, grossartig. Danke vielmals. Ja, liebe Anwesende, das wäre es gewesen. Der dritte Morgenstunde. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass Anfang Juni bereits die vierte Morgenstunde stattfinden wird. Sie sehen das auch auf den Flyer, die auf dem Tisch sind, dann wird der Direktor vom Spital Muri anwesend sein. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder Zeit und Lust haben, um da zu sein. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einfach eine ganz schöne Frühlingszeit. Adi miteinander und vielen Dank.